Hey yo Leute, Crymax hier, und in diesem Video soll es nochmal um den Schnee gehen, da ich gemerkt habe, dass sich wirklich extrem viele Leute fragen, wann uns denn nochmal der Schnee erwartet und ob uns überhaupt nochmal der Schnee erwartet, da über den 24. und 25. Dezember einige Leute nicht online spielen konnten wegen dem Blizzard Squad. Besonders die PlayStation-Benutzer hat es wirklich ziemlich hart getroffen, denn diese konnten eben somit nicht mit dem Schnee spielen und haben auch nicht diese rote Maske bekommen. Ist wirklich extrem mies, Leute, und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache zu diesem Thema einfach mal ein Video, wann ich denn denke, wann uns denn wieder dieser Schnee erwarten wird. Bevor es losgeht, wollte ich noch kurz Danke sagen für diesen geilen Stream gestern. War wirklich extrem geil, Leute. Wir waren teilweise über 500 Leute im Stream und hat wirklich extrem viel Spaß gemacht. Ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr auch mit dabei wart. War wirklich extrem geil und einfach danke, dass so viele mit dabei waren. Hat wirklich extrem viel Spaß gemacht. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit dem Video. Und zwar, wie schon am Anfang gesagt, hatten wir den Schnee eben am 24. und 25. Dezember. Und Rockstar Games hat eben geschrieben, dass uns der Schnee an mehreren Tagen erwarten wird zwischen Weihnachten und Neujahr. Rockstar Games hat aber auch geschrieben, dass dieser Schnee wirklich extrem selten ist und deswegen gibt es auch nicht an allen Tagen Schnee. Warum ich jetzt denke, dass uns überhaupt nochmal der Schnee erwarten wird, und zwar, ja, wie schon eben gesagt, hat Rockstar Games eben geschrieben, dass es an mehreren Tagen Schnee geben wird, irgendwann zwischen Weihnachten und Neujahr, und ich denke wirklich nicht, dass zwischen diesen, ja, in dieser Zeitspanne, in dieser kompletten Woche nur an zwei Tagen Schnee liegen wird, kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Außerdem hat Rockstar Games eben noch gepostet, dass es eben am 24. und 25. und am 31. und am 1. Januar eben gratis Feuerwerkskörper geben wird, und das war aber bevor wir gewusst haben, dass am 24. und 25. Schnee geben wird, und deswegen denke ich, dass an diesen Tagen, an denen es gratis Feuerwerkskörper gibt, eben auch Schnee geben wird. Denn wie schon eben gesagt, es gab am 24. und 25. Schnee und gratis Feuerwerkskörper, und es wird auch gratis Feuerwerkskörper am 31. und 1. Januar geben, und deswegen denke ich einfach, dass uns an diesen Tagen dann auch der Schnee nochmal in GTA 5 Online erwarten wird. Ich hoffe natürlich, dass ich mit dieser Theorie soweit recht habe, weil es wäre wirklich extrem geil, wenn wir einfach nochmal alle zusammen im Schnee spielen könnten und dass jetzt einfach auch nochmal die Leute Schnee hätten, die jetzt vielleicht am 24. und 25. noch keinen Schnee bekommen haben, weil es ist wirklich extrem mies, Leute. Da hat man einmal im Jahr zwei Tage Schnee und dann meint Blizzard Squad, sie müssten die kompletten Systeme lahmlegen. Deswegen hoffe ich auf jeden Fall, dass wir wirklich alle nochmal den Schnee bekommen werden und dass wirklich jeder mal im Schnee spielen kann. Macht wirklich extrem viel Spaß. Schreibt mir dazu auf jeden Fall mal eure Meinung in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall recht interessieren, was ihr dazu denkt. Wie gesagt, Leute, ich denke auf jeden Fall, dass uns über Silvester nochmal Schnee erwarten wird. Wie gesagt, eure Meinung würde mich auf jeden Fall recht interessieren, was ihr zu dem Thema denkt. Dann hoffe ich natürlich immer, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn es ist, dann prügelt jetzt wie immer auf den Like-Button ein für einen größeren Bizeps. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute, euer Crymax.